70 Angestellte beschäftigt Shahzad Chokuhivand in ihren beiden florierenden Cafés in Teheran. Die Backwaren der in Paris ausgebildeten Konditorin kommen gut an. Die 36-Jährige und ihr Mann betreiben das Geschäft gemeinsam. Auch im Privatleben haben sie sich für Gleichberechtigung entschieden, was im Iran und nicht nur dort keine Selbstverständlichkeit ist. Die prekäre Lage der Frauen im Iran ist mit dem Tod von Mahsa Amini im vergangenen Jahr wieder in den Fokus der weltweiten Aufmerksamkeit geraten. Die 22-Jährige starb nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei. Anlass war ein angeblich nicht korrekt getragenes Kopftuch. Seither hat sich vehementer Protest Bahn gebrochen, teils in gewaltsamen Ausschreitungen, aber auch stumm im Alltag. Immer mehr Frauen tragen ihr Haar in der Öffentlichkeit unbedeckt. Die Konditorin Chokuhivand spricht von einem Doppelleben, das Frauen im Iran führen müssten, einem echten Leben zu Hause und einem anderen in der Öffentlichkeit. Aber sie sieht Zeichen für einen Wandel, weshalb sie und ihr Mann beschlossen haben, den Iran nicht wie viele ihrer Freunde zu verlassen. Nach all diesen Ereignissen hoffe ich heute wirklich, dass dieses Doppelleben eines Tages aufhören wird und wir unser echtes Leben führen können. Dass wir sein können, wer wir wirklich sind und unsere grundlegenden Menschenrechte bekommen. Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wir sind alle Menschen. Als Mensch ein echtes Leben führen zu können, ist etwas, das mir Hoffnung schenkt. Auch Minou Fahd, ebenfalls Konditorin, sieht Zeichen für einen Wandel. Die Ereignisse der vergangenen Monate hätten auch den Männern gezeigt, welchen Einfluss Frauen haben, sagt sie. Was ich in den Gesichtern der Frauen heute lese, ist nicht dasselbe wie vor 6 Monaten. Vielleicht ist es mehr Mut, der sich heute zeigt. Das ist eine positive Veränderung. نبوده ولی حداقل به تغییر روزی